springe hier nur wieder mit Schraubensprung. Auch nicht übel. Scheiße, wo bin ich denn hier gelandet? Ah, komm schon. Aber ich glaube, das war's, oder? Gibt es hier noch eine Dragon Coin? Nee, glaube nicht. Ich glaube nicht. Schade. Den Gau mitgenommen, gern. Gerne doch. Okay. Ich wollte doch hier kurz mal unterbrochen haben. Das mache ich mal eben. Das mache ich doch mal eben. Also bin gleich wieder da. Bis denn dann. So, da wäre ich wieder. Können wir weitermachen. Zuerst mal Handy wieder fortsetzen. So, Zeit läuft weiter nach oben. Stimmt, wir sind hier oben an der Röhre. Da kommen wir ja raus. Da ganz oben auf. Gehen wir mal rüber bis zum Castle, würde sagen. Danach, da müsste sich dann eben die zweite Brücke, von der ich immer wieder mal gesprochen habe, da eben auch aufdecken. Boah, schade. Wenn du mit dem Panzer abräumst. Ich dachte, das würde dann auch noch hinzuzählen, dass du da ein Leben mitbekommen kannst, bekommen könntest. Aber nee, war nicht. Hey, Yoshi, bleib mal hier. Bleib mal schön, schön hier. Leckere drin. Ich weiß das. Also ich habe zumindest so die Vorahnung. Ach so, stimmt. Der Yoshi, der kann ja auch das Panzer nutzen. Cool. Ich dachte, er würde mit allen dann eben Feuer speien, aber das ist ja nur bei den Roten, glaube ich, der Fall, ne? Dass er da tut eben mit den roten Panzern. Ach nee, der Yoshi, der hatte sogar noch im Maul drin. Das wusste ich nicht. Hier ist einfach zu viel los. Was ist hier los, ey? Das Getummel hier, das Riesengetummel. Was ist hier los? Oh, da ist Yoshi sogar noch. Prima gut. Aber wenn der Yoshi so lange gespeichert bleibt, warum funktionierte das dann nicht mit dem Leben zuvor? In dieser Ballon-Session da eben. Da wo wir mit dem Ballon oder wo ich mit dem Ballon dann eben hochgeflattert bin und ganz oben. Alles auf solch Klotz gehabt, da wo ein Leben rauskam. Komisch, manchmal ist komisch, ja. Manchmal ist komisch. Super prima. Noch eine Feder. Ist da drin. Badum. Warte mal, da oben diese Notenblöcke, die müssen doch irgendwo hinführen, oder nicht? Tun sie nicht. Okay, dachte. Oh, kannst du mit dem Yoshi auch rutschen? Ach, das geht auch. Okay. Dachte der Yoshi, der könnte das schon gar nicht. Aber macht er. Zieht er sogar eine kleine Staubwolke hinter sich hinterher. Auch nicht übel. Okay. So, hier kann ja der Yoshi auch rauf. Und hier ist wieder so viel los, dass es Slowdowns gibt. Auch nicht übel. Schön. 3 Leben bekommen. Die letzte Coin dort, die hat sogar 2 Leben gebracht. Das ist ja nicht übel. Hui, was ist denn hier los? Ich würde ja schon am liebsten gucken, was in den restlichen Fragezeichenklötzchen drin ist, aber ich glaube, ich lasse das mal besser. Oh, schade. Und hier keine Punkte mitgenommen. Das Reden manchmal. Auch da schauen wir die. Also nicht wegen dem Reden. Da lässt sie ja easy prima was gegen tun. Aber wegen dem Pünktchen dort. Oh! Das ist Kaizo Mario als Style. So finstere Erinnerungen an diese Delfine auch. Oh, ich wollte doch die ganze Zeit wieder springen. Irgendwie wollte er da so gar nicht runter von. Ah, nee. Das stimmt, ey. Da gab es so ein Level, da wo ich mir so richtig dran festgebissen habe, glaube ich. In Kaizo Mario World dann. Ziemlich an Anfang, gell? Der zweite, dritte Level? Müsste das gewesen sein? Wie kommst du denn da hoch? Was bist denn du hier überhaupt für ein Sack? Ich wollte mir noch reinschrauben in dir. Dass du endlich mal mir hier in Ruhe lässt. Die schöne Feder, ey. Die schöne Feder. Du kommst ja nicht voran hier. Nee, bleib mir bloß vom Leib, sage ich dir. Bleib mir vom Leib, da kommt er langsam näher, aber von hinten, da kommen die.
die Delfine doch auch. Vielleicht kriegen wir ihn irgendwie ausgetrickst. Dann geht die Chance rückwärts. Natürlich noch. Ja, gib mal her, die Yoshi-Coin noch. Ah! Hey, scheiße. Ich wollte wenigstens diesen Checkpoint da noch mitnehmen. Ist der eklig, ey. Ist das eklig, da überhaupt drin zu landen unten? Das is it. Muss hier wirklich Geduld mitbringen. In diesem Level, glaube ich. Ist besser, ist besser. Als wenn du dich hier ein bisschen was konzentrierst auf alles. Ist besser, ist besser. Irgendwie gar nicht erst hinein ins Wasser kommen. Bloß wie willst du das anstellen? Das geht hier gar nicht. Ah! Ist nicht wahr, ey. Aber ich hab die Leben. Ich hab die Leben in der Tasche noch. 22 Stück an der Zahl. Da kann nicht viel verkehrt gehen. Glaube ich, hoffe ich. Dass ich dir tatsächlich ein Leben nach dem anderen vergeige, solange bis auf Null gefallen ist in diesem Level. Hoffe doch mal nicht. Ja, das Schloss hat es ja schon angekündigt gehabt und dann, ja, der Abschluss des Schlosses dort, dass das hier nur ein bisschen was stressiger noch zur Sache geht. Aber so gleich, komm schon, ich wollte da auf diesen Delfin rauf. Und lass mir endlich mal hier diese Halbzeit mitnehmen. Ist nicht wahr, ist nicht wahr, du hast da keine Kontrolle. Wie willst du das machen, ey? Du willst am liebsten immer auf Y draufbleiben, aber da kannst du, wenn du auf Y bist mit dem Daumen, kannst du da vergessen, dass du da schnell auf der B-Taste beim Springen fürs Schwimmen bist. Das kannst du vergessen, ey. Da würdest du am liebsten immer mehr, ja, Dauerfeuer auch reinhauen wollen. Im Daumen, im restlichen Daumen, der da noch überbleibt. Weil mit der Spitze, da bist du ja eben auf Y drauf. Aber das geht nicht, das geht nicht. Das will nicht gehen. Oh, jetzt ist er weg, jetzt ist er weg. Okay. Einfach bloß mal Checkpoint und dann kommt er schon gar nicht mehr wieder, der dicke Sack. Hätte mich auch mal interessiert, hätte ich den tatsächlich mit einem Cape wegwienern können. Aber denke doch mal schon, ne? Der ist doch sicher auch verwundbar. Der dicke Lümmel. Mit den Stacheln gar oben drauf auf dem Körper, ey. Das ist auch nicht übel. Ey, komm da noch nicht mal ran an dieser Stange. Irgendwie direkt davor, ja, abgefallen. An Höhe stark verloren, der Mario. Nee, nee, nee. Vanilla Fortress sind wir nun. Ja, und ich habe ja schon gesagt, dies ist ein Castle, beziehungsweise ein Weg hier oben, den du regulär eigentlich gar nicht gehen musst für dich. Den du überspringen könntest. Aber eben wahrlich hier... Ja, so ziemlich jedes Level mitnehmen möchte in meinem Tobi zockt. Nimmt dann natürlich auch noch mit. Natürlich doch. Gibt's hier einen Trick bei? Geht hier ein Stachel nach unten? Nee. Okay. Aber hier gibt's eine Röhre. Okay. Okay. Weiß hier gar nicht Bescheid. Geht's hier durch? Nee, hier geht's nicht durch. Glaube, manches ist doch da so... Boah, erst geben sie Speed, geben sie Vollgas und dann bremsen sie mal ab, ey. War wieder knapp gewesen, knappe Situation da gerade. Aber mit Konzentration geht's, sollte es gehen. Unterwasser-Castle hier gar. Auch nicht übel. Erneute Röhre und ich glaube mal, du kannst hier rein, oder? Nee, kannst du nicht. Okay. Das geht nicht. Sah ziemlich verdächtig aus. Das wollte ich gesagt haben. Vielleicht kommst du von oben irgendwie rein, dass du unten rauskommst. Das weiß ich nun nicht. Das weiß ich leider nicht. Oh, hier ist Boss-Time. Okay. Lassen sich tatsächlich nur Gott sei Dank downen. Diese Hunde. Ach so, ja, das ist der Boss. Da, wo du flink sein musst. Da, wo du halt flink sein musst, bei. Um wirklich alle wegzuholen. Da noch Schwein gehabt. Ich dachte schon, die Plattformen, die lösen sich alle unter mir auf. Auch während diese Punkte hier zusammengerechnet werden aus der Zeit heraus. Das wäre nicht übel. Ja, und hier sehen wir doch, da bildet sich die zweite Brücke daneben über der untersten.
Da verunlassen, da ist natürlich noch ein roter Punkt, da hatte ich ja zuvor auch mal angemerkt gehabt, in der Premiere daneben noch drin, dass es da einen Secret Exit gibt, der auch ziemlich versteckt sein müsste. Warte mal, da gehen wir mal hin. Der müsste da auch ziemlich versteckt sein. Da musst du... Oh, war das Level? Wir werden mal gucken, ich werde mal noch nicht sagen. Mal gucken, ob es das Level ist. Weil der ist ziemlich knifflig, glaube ich. Ich habe den noch so in Erinnerung, glaube ich zumindest, wenn ich mir da nicht wieder irre. Im Level selbst. Dass es an irgendeinem oder in irgendeinem anderen Level so gewesen ist. Aber hier bekommst du schon die Feder dafür. Also für mich sieht es gerade echt sehr danach aus, als wäre dieser geheime Ausgang dann eben. Als wäre der hier in dem Level dann eben. Würde der hier in dem Level dann eben vorkommen. Ah, das doch. Ja, Yoshi Coin, schade, ey. Dick wechseln sollen, die Schiene wieder. Auch die Feder, leider Gottes. Aber muss mir hier erstmal auf die ganzen Segen und da ganz andere Gelöt alles konzentrieren. Natürlich doch. Guck, hier haben wir schon wieder festen Boden. Und da ist Checkpoint. Nicht übel, nicht übel. Ja, Flügel kann ich hier leider nicht nutzen. Kannst du mit einem Yoshi, glaube ich, nutzen. Vielleicht kommst du mit einem Yoshi dann auch besser an diesen Secret Exit dran. Mal gucken. Wenn Ed nicht dieser Ausgang ist, den ich meine, der ja so schwierig per Feder dann eben zu erreichen ist, ja schneller die Zunge gewesen, als mir lieb war, dann probiere ich es halt nochmal mit einem Yoshi und den Flügeln. Ich glaube, mit den Flügeln, da kannst du Yoshi nicht steuern. Ne? Da fliegt doch der Yoshi in einem Ruck plötzlich hoch und du landest in einem komplett anderen Levelabschnitt dann, oder? Möchte meinen? Nee, das ist dieser Exit nicht. Okay. Dann doch mal mit dem Yoshi probieren. Ach doch, da ist ein Pfeil dahinter. Das ist doch der. Da, wo ich meinte, du musst hier unter dem Ziel her... fliegen. So wollte ich's gesagt haben. Mit dem Cape. Aber du hast hier leider keinen rechten Anlauf für. Um das halt gehen könnte nun. Also wie am besten machen? Am besten flattern und dann unten durch. Am besten von vornherein flattern. Von hier aus. Ja, Yoshi holen. Besser noch. Warte mal, ich hab doch eine Feder noch dabei. Oh, hier ist gar noch eine. Wunderbar, dass ich die Feder auch genommen habe, ey. Echt prima. Oder hier vielleicht. Kriegst du hier noch Speed? Ja, hättest du bekommen. Aber ich glaube, das bringt hier ja nichts. Zwischen den Kugelwillis. Das bringt dir hier nichts. Habe ich hier noch irgendwo genug Anlauf dafür? Dass ich über das Ziel hinwegflattern könnte, womöglich? Hier. Hier dann. Na, da drüber geht nicht. Da musst du unten durch, glaube. Wenn es dieser Ausgang war. Ich muss mal den Yoshi noch mal holen. Allerdings bin ich jetzt auch nicht mehr beim Checkpoint, leider Gottes. Am Checkpoint dran bin ich da leider Gottes nicht mehr. Warte mal, ich werde mir mal trotzdem den Yoshi holen. Mal eben. Und dann probieren wir mal. Nochmal. Gucken, ob ich da durchlacken kann. Ach nee, der Yoshi, mit dem kannst du ja da auch nicht festklammern, ne? An solcher... Ah, musste gar nicht. Du hängst ja da an keiner Kette dran. Ich dachte schon, das wäre solch Kettenbahn oder so. Da bei den Kettensägen, bei den Sägen generell noch. Da bist du ja auf solch Plattformen unterwegs und das geht mit dem Yoshi auch. Das geht mit dem Yoshi auch, das stimmt. Das stimmt. Nehme ich mir mal mit, den Lümbi. Dann mal gucken, ey. Würde mich mal interessieren. Weil mit dem Yoshi, ich glaube mit den Flügeln, so wie ich es gesagt habe, da kommst du dann eben mit dem Yoshi zusammen in einem Levelabschnitt, der
höher daneben liegt, also schnellst nach oben und gelangst dann in einen völlig anderen Levelabschnitt hinein. Und vielleicht ist da der Secret Exit dann. Mal gucken, ja, eigentlich habe ich ja alles. Die Feuerblume, na gut, das ist jetzt egal. Das ist jetzt egal, tausche ich sie mir mit der Feder aus. Bis zur Halbzeit mit Yoshi zu kommen, das sollte auch kein Thema sein für mich. Und meine Fertigkeiten. Aber unverhofft kommt oft. So wie ich es zum Udo schon sagte. Das stimmt. Das stimmt. Da wären wir auch schon. Mal gucken. Was hier los ist. Ja, genau. Fliegst dann instant irgendwie in einen anderen Levelabschnitt hinein. Ah, okay. Hier wäre noch ein Dragon Coin. Oder zwei oder drei gar. Das sehe ich so auch nicht. Du kannst den Yoshi dann doch steuern mit diesen Flügeln dann. Wusste ich auch nicht mehr. Ich dachte, er befördert dich dann eben bloß auf einer anderen Ebene daneben hinaus. Cool. Leben schon mal durch Dragon Coins hier erhalten. Aber ob nun auch Secret Exit, bleibt abzuwarten. Vielleicht doch. Oder Yoshi Jump gar. Mit dem Yoshi zum Schluss? Kommst du da unter dem Ziel durch? Also, dass du vom Yoshi nochmal abspringst? Ah, muss ich erst wieder bis dahin zocken. Das ist Shorty. Warum er nur lila ist? Ach, wegen den Flügeln, glaube. Der Lilane, da habe ich ja schon verlauten lassen. Dass der Lilane eventuell, wenn der einen Panzer im Mund hat, dass er dann fliegen kann. Siehst du, ob ein Cooper hier ist? Da wollte ich dann eben sowieso mit dem Yoshi fliegen kann. Wer weiß. Wir werden es beobachten. Nein, ich wollte da... Oh, was ein Glück. Ich wollte eigentlich die Plattform hier gewechselt haben. Da kam mir die Säge so gleich entgegen. Ist doch nicht wahr. So, nee, haut ihr mal ab, please. Ach, hier war das mit dem... dem Seil mit der Kette daneben dran. Okay. Ja, da kannst du mit dem Yoshi nicht viel machen dann. Aber du kommst fairerweise hier immer noch voran. Mit dem Yoshi? Du könntest sogar flattern dann. Aber hier nicht mehr. Da müsstest du über die Segen springen und dann will ich den Yoshi jetzt nicht zumuten. Muss ich dazu sagen. Und hier wärst du wahrscheinlich auch aus der Röhre dann eben rausgekommen. Also schwieriger Exit da hinten. Geht so mit dem Yoshi, glaube nicht. Muss ich probieren, ob das hier möglich ist. Mal gucken. Das muss ich probieren. Ja, landest du eben auch dort. Ah, sieht gut aus. Ist noch machbar. Für mich. So, oh, tiefer noch. Etwas tiefer. Der war zu gut, ey. Ich werde mir nochmal einen Yoshi holen. Werde ich mal überspringen, das Ganze. Das war knapp, das Ding. Ja, bin gleich wieder da. Das ging prima schnell auch. Muss ich dazu sagen. So, dann mal tiefer. Und jawohl, ich hab's geschafft. Jetzt bloß nicht vergeigen, Tobi. Ah, hier gibt's einen Mond. 3 Leben ist der wert. Okay, alles klar. Ich dachte, der wäre 5 wert. Aber ganze 3 ist er wert und 40 Punkte, ich glaube, das war der höchste Wert, den ich jetzt an solch Zieltor da eben auch erreicht habe, oder? Doch, mit? Okay, machen wir das noch und dann würde ich sagen, ja, ich mache für mich mal hier Feierabend. Ist gerade ein bisschen was spät geworden, auch für mich.
muss ich dazu sagen, und will noch ein bisschen was essen, ehe da für mich ab in die Haia geht. Und dann ist gut, dann ist gut. Stimmt, hier gibt's dann die Rangelpflanze runter. Genauso wie ich gesagt habe. Genauso wie ich versucht habe, zumindest zu sagen. In der Premiere daneben. Ich werde mal probieren zu speichern über. Oh, geht, geht, okay. Ich hätte jetzt mega, glaube, mega viel versauen können, hätte ich jetzt Safe State Laden erwischt. Anstatt speichern auf dem Controller. Da wusste ich die Tasten nicht mehr. Na gut, dann machen wir hier erstmal Feierabend. Vielen Dank fürs Zusehen. Ich hoffe, ihr hattet ein bisschen was Spaß hier mit dem Mario-Projekt in Super Mario World drin. Ich hatte ihn auf jeden Fall. Geht dann, ja, demnächst dann bald mal weiter. Weiß jetzt nicht, wie ich da gepaced bin. Muss erstmal sehen. Jetzt noch für mich sehen, wie ich das überhaupt mache mit, ja, mit Transistor daneben im Wechsel in Zukunft. Ja, ansonsten gehabt euch wohl. Haltet die Ohren steif. Ich bin erstmal raus. Tschüssi.